Ninjas waren damals der heiße Scheiß und gefühlt omnipräsent. Ob in Schildkrötenform wie bei den Turtles oder als beliebte Bösewichte in diversen Actionfilmen. Kein Wunder, dass es zu der Zeit viele Ninja-Spiele gab und so auch dieses auf den Game Boy. Ist es eins der guten Sorte? Was taugt Shadow Warriors für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Natsumi entwickelt und von Tecmo bei uns 1992 veröffentlicht. Japan und die USA bekamen es ein Jahr unter einem anderen Namen früher. Dort wird auch der Serienname Ninja Gaiden mit in den Titel übernommen. In dieser Serie sind ziemlich viele Spiele zwischen 1988 und 2014 erschienen. Shadow Warriors ist ein Ninja-Spiel und so verwundert es nicht großartig, dass es ein Action-Plattformer ist. Ihr steuert euren Protagonisten rennend durch die verschiedenen Levels und bekämpft die diversen Gegner. Dafür steht euch euer Schwert mit einer kurzen Reichweite zur Verfügung. Sollten mal etwas zu viele fiese Dinge auf dem Bildschirm unterwegs sein, könnt ihr noch eure Ninja-Magie einsetzen und so eine Feuerwand hinaufbeschwören. Die Einsätze sind allerdings natürlich limitiert. Neue Aufladungen sind aber genre-typischen speziellen Power-Up-Kisten zu finden, die euch auch neue Lebensenergie spenden können. Durch eure Profession seid ihr natürlich relativ geschickt und so könnt ihr neben dem üblichen Springen auch einen Greifhaken einsetzen, um euch auf bestimmte Plattformen zu schwingen. Auch könnt ihr an Seilen rumklettern und so weiter, was ein Ninja ebenso kann. Die Steuerung steht euch diesbezüglich nicht im Weg und geht sehr fluffig von der Hand. Mit diesen Möglichkeiten kämpft ihr euch durch 5 verschiedene Level und das Ziel ist dort immer klassisch den Boss am Ende um die Ecke zu bringen. Die Bereiche sind dabei recht abwechslungsreich gestaltet und wirft euch immer wieder neue Gegnerarten vor die Füße, wobei diese vom Aussehen eher den Standards entsprechend, aber hier und da interessante Fähigkeiten haben und so zum Beispiel an der Decke springen können, nur um euch von dort aus mit Ninja-Sternen zu behaken. Einziger Nachteil ist dann doch der eher geringe Umfang. 5 Level klingt jetzt nicht nach sehr viel und ist es ehrlich gesagt auch nicht. Vor allen Dingen, weil der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu anderen Titeln der Serie einfacher ausfällt, wobei ich ihn definitiv nicht als einfach empfunden habe. Aber so erwartet euch ein kompaktes, aber intensives Spielerlebnis. Das Spiel bietet leider keine Passwortfunktion oder ähnliches, aber immerhin habt ihr unendlich viele Continues. Die Technik ist für einen so frühen Titel auf dem Game Boy sehr beeindruckend. Die Grafik strotzt nur so für Details und die Musik treibt euch auf eurer Jagd immer weiter an. Was taugt Shadow Warriors für den Game Boy also heute noch? Ich bin nicht wirklich großartig mit der Ninja Gaiden Serie vertraut und so habe ich bei dem relativ generischen Namen und dem Cover eher mittelmäßigen Schrott erwartet. Ich wurde jedoch positiv überrascht und das Spiel zog mich sehr schnell hinein. Einzig schade ist dann doch der geringe Umfang. Wenn ihr damit klarkommt und ein gutes Ninja Spiel auf den Game Boy sucht, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Das war ein Test zu Shadow Warriors für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.